Hey, 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 das sollst du nicht machen. So, hallöchen, meine lieben Freunde. Ich sage mein herzliches Yo, Peace zu euch, meine lieben Zuschauer. Und begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Episode Let's Play Lego Star Wars. Großes Getummel hier. Ja, sie wollen mich alle sehen hier. Ich weiß, ich bin famed. Oh, geht alle tot, geht alle tot, geht alle tot. Geht alle sofort tot, geht alle sofort tot. Ah, Mama steht ja neben mir. Ah, ich habe mich total erschrocken. Mann, Mama, das kannst du nicht bringen. Was willst du? Ach so. Mann, hier schreibt man so episch rum, macht eine epische Rede und auf einmal, bam, steht Mama neben ein. Das geht echt mal gar nicht. So, jetzt hab ich nochmal ein bisschen Zeugs ein. Musst du sonst noch was haben? Vor allen Dingen, ich habe mich noch nie so in einem normalen Spiel erschrocken als wie in Slender, ey. Das geht echt mal gar nicht. Ja, ich merk schon. Ja, hier ist jetzt fette Disco-Time und ich würde mal sagen, wir verziehen uns jetzt mal in Kapitel 2, Entdeckung auf Kamino. Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Kapitel 2, Entdeckung auf Kamino. Da die Separatisten-Aktivitäten weiterhin die Galaxis destabilisieren, untersucht Obi-Wan Kenobi und... Was? Untersucht Obi-Wan Kenobi den Mordversuch an Senatorin Padme Amidala zusammen mit seinen Astromech-Druiden R4P-17. Mann, verfolgt der Jedi-Ritter die Spur einer vergifteten Falls bis zum entlegenen Planeten Kamino zurück. Alter, mein Gott, Intro. Meine Fresse. So, und da sind wir auch direkt schon. Ja, ich denke mal, dieser R14, wie heißt der? R14P17. Boah, wie ich auch gerade nicht auf die Zahl klar gekommen bin, ne? Das geht echt mal gar nicht. Ist wohl einfach nur R2D2 in, war ich wieder hoch. Ey, komm, das schaffe ich. Ey, komm, das schaffe ich. Ist einfach nur R2D2 in... Ah, geht doch. Ist einfach nur R2D2 in Rot. Boah, meine Fresse, ey. Vor allem Mama kommt einfach so rein und bäm, ich habe mich voll erschrocken, ey. Das geht echt mal gar nicht. Die hat doch gehört, dass ich aufnehme und sie einfach mal, ja, ich sammle einfach mal Gläser ein. Ja, machen wir einfach mal. Meine Fresse, ey. Kommt eure Mom auch einfach mal so rein und ihr schreckt euch auf einmal total. Das geht echt mal gar nicht, ey. Okay, ihr scheint es auf jeden Fall ziemlich schnell den wahren Jedi zu geben. Also das wird wohl vermutlich heißen, dass es eine kurze Folge wird. Und sag ich, sag mal, was zur Abwechslung, ne? So eine 10-Minuten-Folge Lego Star Wars, ja, hoho. Ne, hoho. Langhals, bleib stehen, bleib stehen! Ich muss dich umbringen, komm! Ich kann nicht schnell laufen, ich kann nicht schnell laufen! Hallo! Pff, nicht mehr erwischt, schade. Das ist echt kacke. Ah, guck mal, da kann ich mit R2D2 rüber, glaube ich. Beziehungsweise halt den Abklatsch von R2D2, Mann. Cool. Kann ich hier rüber? Nein, das geht wohl nicht. Ich nenne ihn jetzt einfach den Abklatsch von R2D2, Mann. Nur in Rot halt. Böser R2D2. Rot gleich böse. Böse. Ah, guck mal, da steht jetzt sogar, wenn ich hier wechsle zu Obi-Wan, da steht jetzt sogar Jedi-Meister dahinter. Das heißt, wir schalten auch einen neuen Charakter frei, glaube ich. So, hier nochmal ein bisschen Zeugs einsammeln. Boah, Alter, wir haben die wahren Jedi ja gleich schon geschafft. Meine Fresse. Können wir das Raumschiff kaputt machen? Och man, ich will ihn kaputt machen. Kaputt machen, kaputt machen. So. Ich bin gespannt, was uns in dem Level bevorsteht. Alter, Langhals! Bleib doch mal stehen. Ja, du willst zwar zu deinen Kollegen, aber ist mir scheißegal. Oder ist ja noch einer von denen? Invasion der großen Langhälse! Nein! Oh, eine Tür. Ja, da gehen wir einfach mal durch, ja, weil ist ja cool, durch Türen zu gehen und da regnet es nicht mehr. Hallo Langhals. Ey, wie sehen die Viecher voll lustig aus? Ganz im. Nein, hallo, ich will nicht raus. Mein Gott. Wir gehen einfach mal in die andere Richtung, ne? Weil wir es einfach können. Weil wir es einfach können. Jetzt würde ich so, steck dein Penis irgendwo rein. Ein Besen und ein Mülleimer. Ist das die Besenabstellkammer von Harry Potter? Habt ihr die etwa hier?
Okay. Fegt der Besen jetzt hier einfach die ganze Zeit? Ah, nee, da kommt er wieder. Geh putzen! Scheiß Putzfrauen! Mein Gott. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, was die Putzfrauen in 4-2 wollen, ey. Ach so, hier geht's einfach nur im Kreis. Okay, alles klar. Jetzt verpiss dich! Geh weg! Lauf mir nicht hinterher, Mann! Ich will dich nicht. Ist kacke. Du hast mein Leben nur Schmerz und Kummer bereitet. Langhals. Du hast mein Penis zu lange in deinen Hals gesteckt, deswegen ist er so lang. Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was dieses Level jetzt beherbergt. Beherbergt, da ist dieses Wort Herbert drin. Ist mir mal aufgefallen. Beherbergt? Ah ne, beherbergt. Beherbert. Vergesst einfach das, was ich gerade wieder gesagt habe. Mann! Ich habe auch immer so eine Scheiße zusammen, ne? Scheiße. Ne, ich höre ja erstmal wieder, wie gesagt, alle Münzen. Wie gesagt, das muss einfach auch mal sein, auch wenn es ziemlich lang... Bringt ihr was? Ah, euch kann man kaputt machen, sehr cool. Alter, den wahren Jedi habe ich ja echt gleich. Meine Fresse, ich glaube, das wird echt so eine kurze Episode. Auch wenn ich das Level an den wahren Jedi setze, so von wegen, ja, wenn wir den voll haben, ist das Level bald zu Ende, müsste das eigentlich auch gar nicht stimmen. Aber trotzdem, man kann ja einfach mal mutmaßen, ne? Ja, das kann man ja einfach mal tun, ja, mutmaßen, ja, mutmaßen, ja. Senorita, ich liebe dich. Nimm mir diese Rose von mir. Oh, R2-D2. Okay, R2-D2 verträgt Sex wohl nicht so ganz mit männlichen Kerlen. Das ist jetzt nicht so schön, ne? So, komm. Diese Langhals, können wir den nicht kaputt machen? Ey, das ist voll unfair, dass wir den nicht kaputt machen können, sondern einfach nur wegschieben können. Das finde ich jetzt getrost unfair. Total unfair. Mega unfair. Mega epischer unfair. Mega schaut großer Penis unfair des Todes. Na, kennt wer des Todes? Beziehungsweise alle, die des Todes kennen, lassen einfach mal einen Kommentar in den Kommentaren da. Da würde ich mich drüber freuen, wie viele des Todes denn meine Let's Plays gucken. Oh, beziehungsweise das Lego Star Wars LP. Es gibt ja viele Leute, die schauen nur einzelne Projekte von mir, wie zum Beispiel Minecraft oder nur Slender. Was bringt das jetzt? Okay. Ah, jetzt habe ich Hologramme freigeschaltet, okay. Oh, ein großes Raumschiff. Ganz viele Klonkrieger kommen angewatschelt. Hm, das sind ganz viele Leute, mit denen man Sex haben kann. Ja, das sind immer die Überlegungen, die Obi-Wan hat. In den Filmen hat er das eigentlich immer nur, da der ja in Deutschland dann auch erschienen ist, haben die Zensuren-Gnome das zensiert. Ja, ganz genau. Hundertprozentig. Nein, ich habe das hundertprozentig nicht geklaut. Zensuren-Gnome gibt es echt. Fuck off, Klo-Kopfgeldjäger, ich hasse euch. Was ist da? Komm mal da raus. Da sind ganz viele Steinchen drin und sie drehen sich im Kreis. Ist das hier auch? Ja, da hinten ist es auch. Hat man so aus dem Augenwinkel gesehen. Da ist das überall? Ist mir das vorher noch nicht aufgefallen? Kranker Shit. Geh weg! Will ich nicht. Mein Gott. Das ist einfach nicht versteht, ne? Ich hasse sowas. Da kam mal wieder ein kurzer Leck. Ach übrigens, habe ich euch gar nicht drauf angesprochen. Einige haben ja auch in den letzten paar Episoden, wo ich mal gefragt habe, ob jemand weiß, was es mit den Lecks auf sich hat. Da haben auch sogar einige in den Kommentaren geschrieben. Sorry, dass ich das jetzt nicht berücksichtigt habe. Aber das ist einfach so bei Lego Star Wars, weil das einfach ein älteres Spiel ist. Also danke nochmal für eure Kommentare. Fand ich auf jeden Fall derbst cool. Also ist jetzt nicht so, dass ich eure Kommentare nie lese. Ist wirklich so, dass ich sie lese. Nur halt, ich habe es jetzt nur vergessen jetzt zu erwähnen. Und, ja, ist einfach so gewesen, ne? Wisst ihr schon Bescheid, meine lieben Boys and Girls? Beziehungsweise mehr Girls als Boys, die hier mir hier zuschauen, was ich immer noch ziemlich scheiße finde, Mann. Könnt ihr nicht einfach mal die weiblichen Personen, ihre Freunde, falls ihr Freunde habt, so feste Beziehungen, lasst sie einfach mal meine Let's Plays anschauen, Mann. Ich brauche Männer hier. Ich habe nur noch 23% Männer hier. Ich hatte ganz am Anfang, wo ich mit dem Let's Plays angefangen habe, gerade mal 10% weibliche Zuschauer. Mann. Ja, verpiss dich da rein, geh weg. Ich will dich nicht. Schon wieder Kopfgeldjäger. Nee, nur Sturmtruppen, okay. Guck mal, die Kamera geht einem hinterher. Geh tot. Wie ich mich gerade in die Tasten vergewaltigt habe, ne? Oh, hier kann man ja lang. Hallo, geh auf. Geh auf. Wieso geht das nicht auf? Wieso kann ich hier da oben nicht abschießen? Ich brauche jemanden mit einem Blaster. Hast du einen Blaster? Ja, verpiss dich bloß nur.
Oh, ein Kopfgeldjäger. Voll in die Fresse, voll in die Fresse. Und jetzt kommen komische, schwebende Kaffeemaschinen. Schwebende Kaffeemaschinen, geht tot, ihr seid des Todes. Mann, das habe ich mir voll angewöhnt. Nur wegen euch, ey, ich hasse euch. Okay, jetzt wo die zu kann das aufmachen. Steck dein Penis da rein. Okay. Ah, Rakete, Rakete, Rakete. Okay. Okay, ich glaube, das muss ich nicht checken, oder? Das ist zu wenig für mein Hirn. Boah, meine Nase, die läuft doch schon wieder die ganze Zeit, ne? Das ist echt krass, das ist echt krass. Kann man das aufmachen? Kann ich das aufbauen? Noch mehr. Ich will noch mehr kleinen... Geh weg. Ich will noch mehr. Hallo, ich will noch mehr. Och, Mann. Ah, guck mal. Ein Minikit. Yay. Und kaputt machen. Oh, guck mal, da ist ein Power-Up. Jetzt kann ich nämlich... Oh, guck mal, ich habe den wahren Jedi. Cool. Jetzt kann ich wieder alle Münzen so einsammeln. Könnt ihr tanzen? Ja, ich kenne die Star Wars Soundtracks teilweise nun auswendig. Ich weiß, ich bin dumm. Aber das bin ich zu Recht, weil ich dumm bin. Okay. Eine Schublade, die aufgeht. Das ist total unnormal für Lego Star Wars, wirklich. Und da oben sind Münzen. Ich war im obersten Regal. Das ist echt cool. Kommst du nicht mit Langhals? Jetzt komm doch mit Langhals. Alter, 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 Alter. Geh weg, geh weg. Hallo. Ah, ich bin überfordert. Alter, ich bin so überfordert. Alter, Vater, bin ich überfordert. Bleib stehen, Boba Fett. Ich glaube, dass es Boba Fett ist. Oder Jango Fett. Und, nee, Jango Fett ist, glaube ich, gelb. Grün, meine ich. Nein, da gehe ich jetzt nicht rein. In dein Loch. Dein Loch ist doof. Dein Loch ist sehr doof. Und das ist schon wieder... Achso, ah. Das musste ich gerade erstmal checken. Achso, ist schon frei. Okay. Das musste ich gerade erstmal checken, als ich an der Wand gesehen habe, dass da solche komischen Drehviecher sind. Hallo, ich will noch mehr Musik. Achso, einmal Prost. Bier hinter der Linde gekippt. Okay, alles klar. Ja, muss man ja auch mal bringen, ne? Ja. Ah, die Stühle können wir kaputt machen. Okay. Njau. So, was haben wir hier? Da oben ist bestimmt was. Oh, da oben ist ein roter Stein. Roter Stein, ja, roter Stein. Und jetzt gehe ich in sein Loch. Und er hat ein weiteres Loch platziert, beziehungsweise einen Nippel. Das sah doch so aus wie ein Nippel, oder? Ja, meine lieben Freunde, das sah so aus wie ein Nippel. Dat Nippels. Komm, du schaffst darüber. Alter, sag wie, du kannst jetzt... Hallo, ey, nimm den Scheiß mit. Hallo. Kannst du nicht noch höher springen? Ey, das ist so frustrierend gerade, ne? Ey, du berührst den doch pixelgenau. Guck, achtet. Oh, wie scheiße ist das denn? Och, Mann. Ich kann jetzt weinen. Oh, ich habe ein Minikit verpasst. Da ist ein Nippel. Nippel! Ein explodierender Nippel. Oh mein Gott, ich habe was für die Titelbeschreibung. Explodierende Nippels. Ah. Ey, die sehen doch aus so wie Nippeltitten. Oh, fuck. Oh, ich dachte schon. Explodierende Nippeltitten. Pff. Steht hier doch voll drauf. Ja, das war sowas von klar, dass ich darüber fall. So. Explodier. Ja, R2D2, verstehst du auch direkt bei den Nippels. Ich weiß, du möchtest diese Nippel einfach nur ablutschen. Ich weiß. Und dran saugen, zärtlich. Dran spielen. Das darfst du nicht. Wirklich nicht. Das ist verboten für Druiden, Droiden, Arschloch. Geh weg! So. Mein Gott. So, und jetzt komm mal her, Boba Fett. Wenn es Boba Fett ist. Oder irgendein anderer Fett. R2D2. Kommst du rüber? Oder R2, R4, D-Fit 17. Wie auch immer. R2D2 Klau. Klon. Wie auch immer. So. Es dürfte auch Obi-Wan rüberkommen, aber ich denke mal, ich chill hier einfach nochmal ein bisschen. Nein, ich drücke ja sofort drauf hier. Mein Gott. Scheiß Obi-Wan, ey. Jetzt kann ich da drauf. Okay.
Bringt mir das was? Nee, da komme ich leider nicht hoch. Och man, geh weg. Ich hasse dich. Du musst mir eigentlich mal hinterherlaufen, ey. Ich will dich doch gar nicht. Ah, da kann ich was anmachen. Cool. Ich konnte eine Lampe anmachen. Das war jetzt gerade total geil, oder? Ich kann dich ja nur nicht was... Ey, was hat das mit dieser Lampe auf sich? Ich konnte sie anmachen. Habt ihr das gesehen? Scheißen Dreck, ey. Es geht da an. Will ich nicht mehr. Okay, das Level scheint doch ein bisschen länger zu werden. Okay, alles klar. Freue ich mich drauf. Finde ich gut. Finde ich gut, auch wenn ich schon die ganze Zeit wahren Jedi habe. Okay, habe ich ein Power-Up? Was ist das? Was zur Hölle ist das? Muss ich das verstehen? Kommt das so ein Hochsitz, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber es sehen so aus wie überdimensionale Kochlöffel oder so. Alter, geh weg, fliegende Kaffeemaschinen, Mann. Ach du Scheiße, da sind viel zu viele fliegende Kaffeemaschinen. Geh tot, geh tot, geh tot, geh tot. Ey, da kommen ja immer mehr. Hallo. Alter. Was geht hier? Was geht hier? Viel zu viele Kaffeemaschinen. Viel zu viele Kaffeemaschinen. Viel zu viele Kaffeemaschinen. Jetzt, wo? Klon, ich brauche dich. Hallo. Oh, ich kann mich hier lange nicht mehr durchkämpfen. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich bin tot. So, jetzt mach da mal aus, ey. Junge, geh weg. Ey, ich werde die ganze Zeit getroffen. So, jetzt das Loch auch mal zu hier. Geh tot, fliegender Kaffee. Oh, da gibt's ja noch ein Loch. Och, nö. Zu viele Löcher. So. Das reicht jetzt auch mal hier. Ja, toll, sind wir schon wieder tot. Geh tot, geh tot, geh tot. So. Mein Gott. Oh, das ist viel zu viel Anstrengung für mein Herz. Cool. Mach auf. Mach auf. Okay. Stirb! Ich hab dich schon voll getroffen, ey. Und da ist ein Schiff. Ah ne, da ist Boba Fett, glaube ich. Ich glaube, das ist sein Vater oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie so war das auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das jetzt ein epischer Endkampf? Und er fliegt. Ja. Okay, ich muss auf hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss hier irgendwas machen, oder? Ich schalte die einfach mal an, ne? Boah, sogar das Raumschiff schießt. Alter, das wäre viel zu viel Bewegung für mich. Wieso greifen die Druiden eigentlich nie an? Das ist mir aufgefallen. Das machen die irgendwie nie. Ach so. Ey, wie voll einfach, oder? Ach so, und jetzt muss R2D2. Hallo, wo bist du? Ja, steh da nicht einfach dumm rum, ey. Kackbratze, ey. Mein Gott. So. Und so. Und so. Und so. Muss ich das jetzt die ganze Zeit machen? So, jetzt kommst du mal wieder runter hier. Komm runter. Was muss ich machen? Hallo. Alter, das ist mir viel zu viel. Ey, hallo. Wie kann ich den denn jetzt abschießen? Das ist mir gerade viel zu viel abgeschieße. Abgeschosse, wie auch immer, Alter. Was soll ich machen? Ich kann ihn noch nicht abschießen. Alter, was geht da, wenn du da Dauerfeuerst, ne? Ah, okay, alles klar. Aber es geht trotzdem voll nicht klar. Alter, 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 was da gerade abgeht, ne? Ey, wie soll ich den denn treffen? Es ist total schwer zu bloggen und vloggen und blocken und... Oh, hallo. Oh, fuck, alter Vater, alter Vater. Komm. Ja, weil es bringt einfach nichts, wenn ich jetzt R2D2 da gedingse. Weil es wird einfach viel zu viel Zeit beanspruchen. Und in der Zeit könnte ich Jango Fett, Boba Fett oder irgendeinen anderen Fett total gekonnt leicht ausschalten hier. So, nur noch ein Leben.
Und jetzt schießt du da einfach nur dumm rum. Nein! Hallo! Geht doch! Ich glaube, jetzt macht er den Kopf weg, oder? Och Mann, ich dachte, er verliert seinen Kopf. Oh, wie doof ist das? Ich habe gegen deinen Endgegner gewonnen und verliere trotzdem. Na, immerhin hat er eine Entdeckungssensormine reingetan. Es ist so frustrierend. Und er fliegt zur Sonne und verbrennt. Tja, frustrierendes Ende für diese Folge, aber trotzdem Level abgeschlossen und das, ja, weiter halt auch abgeschlossen, Blagedön-Zeugs. Wir haben Obi-Wan Kenobi als Jedi-Meister und R4P17 freigeschaltet. Wieso R4P17 heißt, ich habe keine Ahnung. Waren Jedi haben wir ja natürlich voll durchgezogen, ey. Mein Gott, wir sind geil. Steine eingesammelt, haben wir auch mal wieder ein paar, das kann ich mal wieder wegdrücken. Minikits haben wir, glaube ich, 3 Stück oder 4 Stück eingesammelt, leider nur. Ja, 4 Stück. Ja, dann bekommen wir jetzt einen goldenen Stein für Level abgeschlossen und für Waren Jedi. Mann, wir haben 14 von 160. Boah, sind wir geil. Oh mein Gott. Ja, erstmal wieder, ich werde jetzt sofort gleich die nächste Episode, denke ich mal, aufnehmen. Wenn ich das zeitlich packe. Wenn nicht, werdet ihr gleich eh wieder am Anfang der Dingsens sein. Ja, da sage ich jetzt, obwohl, nee, ich muss ja eh zum Mos Eisley Cantina. Ich habe ja gesagt, dass ich jede Episode in der Mos Eisley Cantina beginne und in der Mos Eisley Cantina aufhöre und so, ne, habe ich ja irgendwann mal gesagt, mir festgelegt und so, ihr wisst schon Bescheid. Und ich sage mein herzliches Yo-Peace und reingehauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play Lego Star Wars wieder, dann in der 3. Episode Droidenfabrik. Tschüss.